Hallo meine lieben Freunde, willkommen zum zweiten Part von Let's Play Minecraft No Crafting Table Challenge. Wir sind hier gerade in der Wüste angekommen, waren gerade in einem Dorf, da gab es aber leider keinen Schmied. Und deshalb mache ich mich jetzt wieder auf die Suche nach dem nächsten Dorf. Und wir wollten ja gerade in die Wüste. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal dahin. Na, das ist die Trinkstelle für Tiere, der Brunnen. Richtig cool finde ich sowas. So kleine Sachen, so Bauwerke zu finden. Naja. Natürlich sind hier Zombies, Creeper, natürlich. Okay. Okay. Gut, ich wurde nicht vom Zombie geweckt, das ist sehr gut. Und da brennen die alle schon, das ist schon mal gut. So, ich esse jetzt kurz und guck dann, was dieses Zombie so gespawnt haben. So. So. Was haben denn die Zombies alles gespawnt? Nur verrottetes Fleisch. Hier. Oh, da ist ein Zombie-Kind, war das, glaube ich, der das da hinten ist. Nein, sonst nichts. Schade. Da ist ein Zombie-Kind. Würde mich freuen, wenn es... Nee, da ist ein Zombie, normaler Zombie. Der brennt aber gleich, deshalb... Ist das schon mal sehr gut. So. Sehr gut. Okay, jetzt. Ich denke, von da sind wir gekommen. Deshalb gehe ich jetzt mal darüber. Aber erst verschiebe ich hier mal etwas. So, der Apfel kommt anstatt Zuckerrohr. Das Fleisch kommt anstatt dem verrotteten Fleisch. Das Hammelfleisch kommt anstatt dem Holz. Schon mal gut. Dann sage ich, esse erstmal das, das Rindfleisch. Genau, dass ich ein bisschen jetzt so ein bisschen laufen kann. Dann hole ich mir auch gleich wieder ein neues Hammelfleisch. Von diesen leckeren Schafen. So. Ah, und tot. Sehr gut. Du kannst dich flüchten, mein Freund. Du bist auch gleich tot. So, jetzt gucke ich hier erstmal, wie ich durch diesen Wald komme. So, ich würde sagen, ich gehe mal in diese Richtung. Denn ich kam ja von der Wüste. Deshalb gehe ich jetzt mal hier durch den Wald und kann sein, dass ich dann dort wieder was finde. Zup, zack, zack, zack. Und außerdem ist der Schmied sehr wichtig in dem Dorf. Denn, wie ihr wissen solltet, besitzt ein Schmied ebenfalls einen Ofen. Und einen Ofen darf ich ja benutzen, um meine Sachen zu grillen, beziehungsweise um Essen zu machen. Das darf ich ja. Eine Crafting Table darf ich nicht benutzen. So, diese Challenge heißt ja No Crafting Table Challenge. Heißt, ich darf alles machen, außer eine Crafting Table craften. So. Beziehungsweise, ich darf nicht mit einer Crafting Table craften. Jetzt. Aber ich gehe halt noch weiter und sag einfach, ich darf überhaupt nichts craften. So. Zack, zack, zack. Oder würdet ihr sagen, dass ich mich nur auf Crafting Table
ja, beziehen soll, also dass ich schon im Inventar schon was craften darf. Aber ich darf nicht in der Crafting Table, wenn ihr es so haben wollt, dass ich schon im Inventar was craften darf, sowas wie halt, ja, keine Ahnung, Stöcke oder Holz, also so Holzbretter, dass ich das craften darf, aber ich darf keine, also ich darf im Inventar was craften, aber ich darf kein Crafting Table benutzen. Oder würdet ihr sagen, du darfst überhaupt nichts craften? Das müsst ihr entscheiden. Weil die Challenge heißt zwar No Crafting Table Challenge, aber das ist auch euch überlassen, was ihr möchtet. Wenn ihr sagt, doch, du darfst nur Crafting Table nicht benutzen, dann ist es für mich okay. Und da sehe ich auch gerade was. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Das ist ein Baum. Ich denke, dass das ein Baum ist. Oder was meint ihr? Dieses große Ding da hinten. Sieht für mich ein bisschen wie ein Bauwerk aus. Oh, da sind Schafe. Kann ich wieder was zu essen holen? So. Dich auch mal kurz töten. So. Das ist ein Bauwerk. Wow. Cool. So, esse ich mich kurz voll. So. Und jetzt gucke ich mir dieses Bauwerk mal an. Ja, das sind Banditen. Habe ich doch gewusst. Irgendwoher wusste ich, dass es Banditen sind. Okay. Ich glaube, dass das ein bisschen zu früh ist, um jetzt gegen die zu kämpfen. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da rein? Wenn ich da überhaupt rein kann, beziehungsweise wenn ich da rein möchte oder kann. Oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Wow, was? Der verfolgt mich sogar. Ui. Ja, ist okay, Mann. Der ist immer noch hinter mir. Was? Hä? Ich hab doch nichts gemacht. Kumpel, entspann dich doch. What the fuck? Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Irgendwann muss er auch wieder zurückgehen, oder nicht? Oh Gott. Bitte sagt mir, dass er es nicht noch nicht weiter hinter mir ist. Digga, was ist los mit dem? Ich hab nichts gemacht. Was will er von mir?
Oh mein Gott, warte. Wo ganz schnell Wolle. What? Uff. Ja, ist okay, Mann. Ich verstehe dich. Ich habe doch nichts gemacht. Bitte, bitte, hör auf. Hör auf, hör auf. Bitte, bitte, bitte. Ich will nichts. Ich will nichts. Wirklich nicht. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich will nichts. Verdammt nochmal. Verdammt. Na gut, Leute. Das erste Mal bin ich schon gestorben. Warum? Keine Ahnung, weil irgendein Depp... Ich verstehe nicht. Was habe ich denn gemacht? Das verstehe ich nicht. Ich bin doch... Oh. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin... Hä? Ich bin doch nur hier kurz hingelaufen und ich habe nichts mehr gemacht, als ich gesehen habe, dass er gekommen ist. Ich hab ihn doch nicht geschlagen oder so. Warum läuft er mir denn die ganze Zeit hinterher? Verstehe ich nicht. Wirklich, ich verstehe es null. Warum? Warum ist er mir einfach so hinterhergelaufen? What the fuck, Alter? Was ist denn mit dem los? Aber naja. Toll. Echt klasse. Und jetzt muss ich wieder ein Dorf finden. Und hoffentlich hat dieses Dorf dann einen verdammten Schmied. Denn ihr seht, was da passieren kann, wenn man keinen Schmied hat. Wenn man keine Waffen hat und einfach nur ohne Waffen rumläuft. Genau. Man stirbt. Und zwar sehr schnell sogar. Aber das muss ich irgendwie... Toll, und ich hätte echt gehofft, dass ich mich... Ich wollte mich sogar einfach hochbauen. Einfach ganz schnell hochbauen. Dass er mich nicht mehr treffen kann. Warum habe ich das komische Gefühl, dass er mich, egal welche Höhe, einfach trifft? Naja, zugeben, ich war auch nicht sehr hoch. Aber trotzdem. Versucht habe ich es zumindest. Und jetzt muss... Ist das ein Dorf? Ja, das ist ein Dorf. Super. Das ist ein Dorf. Geil. Und diesmal bleibe ich da ein bisschen. Denn ich denke mal, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass das nicht das Dorf ist, wo ich vorher war. Denn vorher bin ich in eine andere Richtung gelaufen. Deshalb denke ich, dass das ein anderes Dorf ist. Und hoffentlich, ganz hoffentlich, ist dort auch endlich ein Schmied. Hoffentlich. Warte mal. Ja, Kacke, das ist genau das gleiche Dorf. Verdammt. Das ist genau das gleiche Dorf wie vorher. Boah, aber immerhin. Ich habe ein Dorf gefunden. Jetzt muss ich mich hinlegen. Damit die Zombies mich nicht killen. Beziehungsweise damit ich sicher bin. So. Hä? Wo? Oh, toll, jetzt muss ich hier erstmal hoch. Wo? Ich sehe ja nichts. Ah, jetzt. Jetzt weiß ich, wo ich bin. So. Komm. So. So. Entschuldige, Kleiner. Das brauche ich. Ne. Wait a second. Das lasse ich mal da. So. Das muss ich aber ganz dringend hier Karotten essen. Oder allgemein Sachen. Oh Gott. Ja, Freunde, so schnell kann es gehen in diesem Part. So. Genau, danke schön. Jetzt hole ich mir auch ein paar Karotten. Die er hier pflanzt. So, danke schön. Das sind alles meine.
Okay. Naja. Genau. Jupp. Oh nee. So. Na egal. Jetzt gehe ich mal in eine andere Richtung. Ja, meine lieben Freunde, falls euch dieser zweite Part gefallen hat, wo ich verreckt bin, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, und ciao.